Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 22 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute wollen wir uns mit Snorri Sturluson beschäftigen, der in mehreren Texten uns Vorstellungen der germanisch-nordischen Götterwelt übermittelt hat. Ich stelle einige auch unbekanntere Texte von ihm vor. Wir werden auf die Mythen der germanischen Götterwelt nochmal verstärkt zu sprechen kommen, wenn wir uns die Literatur des späten 20. und 21. Jahrhunderts anschauen, weil da werden diese Götter wieder wichtig werden in den Romanen und natürlich auch in den Serien, die wir auf Netflix oder so und in den Filmen sehen können. Das Problem ist ja, wie ich schon in einer Sitzung angedeutet habe, dass wir über diese germanische Götterwelt nicht so viel wissen. Und wir wissen schon einiges, aber eben aus späterer Zeit, aus einer Zeit, als man eigentlich den Glauben an diese Götter schon aufgegeben hat, also aus christlicher Zeit. Und das bedeutet, dass alle Texte geprägt sind von christlichen Vorstellungen und so eben auch Snorri Sturluson nach wie vor. Ich bin immer sehr begeistert von den Reklamausgaben. Hier haben Sie eben die Reklamausgabe der Edda des Snorri Sturluson, mit der man immer noch sehr gut arbeiten kann. Snorri Sturluson hat unter anderem auch noch eine Heimskringla geschrieben, eine Geschichte der norwegischen Götter. Und aus ihr möchte ich auch einiges zitieren, weil sie Aufschluss ergeben über die Vorstellungen der nordischen Götter in einer christlichen Welt. Zunächst zu Snorri Sturluson. Gelebt hat er zwischen 1179 bis 1241, stammte aus der berühmten Familie Sturlungar, die im 12. und 13. Jahrhundert in Island sehr, sehr bekannt gewesen ist. Island wurde besiedelt im späten 9. Jahrhundert nach der Zeitenwende von Wikinger. Und das heißt, wir haben eben im Fall von Island den außergewöhnlichen Fall, dass sehr spät, was die Geschichte Europas angeht, die Vorstellungen von nordgermanischen Gottheiten auf diese Insel gekommen sind und dort noch relativ lang überleben konnte. Das heißt, immer im Jahr 1000 sahen die Isländer auf einem Alting, also einer Versammlung aller Männer, einmütig zum Christentum übergetreten, aber das ist halt so eine Sache zwischen einem Lippenbekenntnis und dann einem wirklichen Verstehen einer anderen, vollkommen anderen Religion, als es die der nordgermanischen Götterwelt war. Also Sturluson, Mitglied einer berühmten Familie auf Island, wurde aufgezogen von Jón Loptsson am Hof Oddi, einem Häuptling und Abkömmling eines norwegischen Königs, der wichtig war für die isländische Politik zu dieser Zeit. Snorri Sturluson hat sich dann durch Heiraten mit allen und Pakten mit allen großen Familien Irlands verbunden und er war einer der wichtigsten Männer auf dieser Insel. Zweimal hatte er eine hohe Position als Rechtssprecher inne, 1215 bis 1218, 1222 bis 1231 und wurde der reichste Mann in diesem Land. Er hat Skandinavien zweimal besucht, 1218, 1237 Kontakte zu den norwegischen Königen geknüpft, die nicht immer ganz glücklich verlaufen sind, obwohl er dort zunächst auch sehr geehrt aufgenommen wurde. Wie es heißt, hat er eine Invasion Islands
verhindert durch seine diplomatischen Fähigkeiten, da er versprach, die Isländer zur Annahme der norwegischen Königsdynastie überreden zu können, was ihm nicht gelang. Es kam in Island dann auch zu einer Rebellion gegen die norwegischen Könige. Diese Rebellion erreichte seine eigene Familie. Schließlich wurde Sturluson durch eine Gruppe Männer ermordet, die von seinem eigenen Schwiegersohn Gizur Thorvaldsson angeführt wurde. Damals hatte dann Sturluson die Seiten wieder gewechselt und Thorvaldsson war Anhänger des Königs, des norwegischen Königs. Wie gesagt, neben der Edda, auf die wir noch zu sprechen kommen, hat er eine sogenannte Heimskringla verfasst, die in einer ältesten Handschrift von 1270 erhalten geblieben ist. Zwar nur ein Blatt und auch in den folgenden Jahrhunderten nur sehr unvollständig, aber es gibt Abschriften aus dem 17. Jahrhundert, die uns doch einen Eindruck vermitteln über diese Schrift. Und aus ihr will ich zitieren, weil sie die Geschichte der norwegischen Könige schildert, von den Anfängen, die beginnen mit den Göttern. Denn die norwegischen Könige werden zurückgeführt auf die germanische Götterwelt. Das heißt, diese Schrift spiegelt die reale Welt wieder in der Geographie, in der Politik, beginnt aber in einer mythischen Vorgeschichte, in der die Götter über die Welt herrschten. Heimskringla, auf Deutsch die Weltenscheibe, berichtet über die norwegischen Könige und beginnt unter anderem mit den Worten: Die Weltenscheibe, die die Menschen bewohnen, ist mit Buchten durchsetzt. Das ist ein berühmter Einleitungssatz, in der er nun den Beginn der norwegischen Geschichte behandelt, bis zum Jahr 1177, infolge von 16 Sagas. Zum Beispiel eine Saga handelt von dem Herrscher Olaf Haraldsson. Und ich möchte aus dieser Heimskringla zitieren, weil sie doch einen Einblick ergibt in eine Vorstellung, dass die Königsgeschlechter zurückzuführen sind auf Götter. Ich habe den Text auf Englisch gefunden. Ich werde ihn gleich ins Deutsche übersetzen. Im Osten von Tanakwisl in Asien gibt es ein Land, das nennt man Asaland oder Asaheim. Und die Hauptstadt dieses Landes wurde Asgard genannt. Und in dieser Stadt war der Herrscher Odin. Das war der wichtigste Platz, wo er geehrt wurde. Er war mit Sieg gesegnet. In jeder Schlacht war er der Gewinner. Und schließlich schrieb ihm das Volk die Kraft zu, in jeder Schlacht zu siegen. Genau. Und es war seine Gewohnheit, Männer in die Schlacht oder auf andere Missionen zu schicken, indem er ihnen zuerst die Hand auf ihre Köpfe legte und ihnen einen Segen gab, Janak. Und dann glaubten sie, dass sie Dinge tun konnten, die sich als gut herausstellten. Und immer wenn sie nun in Schwierigkeiten gerieten auf dem Meer oder auf dem Land, dann riefen sie seinen Namen und immer schien er ihnen zu helfen. Sie glaubten, dass ihre Sicherheit von ihm abhing. Und oft ging er mit ihnen auf Reisen. Odin hatte zwei Brüder. Einer war genannt Ve, der andere Vilja. Zwei Brüder.
die regierten, wenn er nicht da war. Und einmal war Odin länger weg, und die Asier verloren die Hoffnung auf seine Wiederkunft. So begannen sich die Brüder, den Staat, das Gebiet aufzuteilen, und Frigg, die Frau von Odin, machten sie beide zu ihrer Partnerin. Aber dann kam Odin zurück und erholte sich wieder seine Frau. Odin ging mit einer Armee gegen die Vanen, aber sie lieferten einen guten Kampf und verteidigten ihr Land, und Sieg war schließlich auf beiden Seiten. Sie verwüsteten jeweils das Land des anderen. Aber dann, als sie schließlich beide schwach geworden waren, einigten sie sich und schlossen Frieden und gaben sich wechselseitig Geiseln. Die Vanen gaben ihre edelsten Männer, Njörd, den Reichen und Freyr, und die Asen gaben entgegen Hönir, und das war sehr gut für ihre Herrscher. Mit ihm sandten die Asen auch einen Mann namens Mimir, einen sehr klugen Mann. Und daraufhin gaben auch die Vanen einen Weisen zurück, der war genannt Kvasir. Ich erzähle Ihnen das, weil all diese Namen werden Sie dann in der Edda wiederfinden, als Götter, als Personen sagenhafter Mythen. Hier werden sie als reale historische Figuren geschildert. Eben auch der Kampf zwischen den Asen und der Vanen und den Vanen. Deswegen möchte ich noch ein wenig aus diesen Heimskringla zitieren. Als Hönur nach Vanaheim kam, wurde er sofort zu einem Herrn gemacht. Und Mimir hat ihm alles gesagt, was er tun sollte. Wenn Hönir bei einem Rat war oder einem Treffen, wo Mimir nicht dabei war, dann und es kam zu einem Problem, dann hat er immer geantwortet: Lasst andere entscheiden. Dann verdächtigten ihn die Vanen, dass sie im Wechsel für ihre eigenen Geiseln betrogen worden waren, und sie nahmen ihm Mimir und köpften ihn und sandten seinen Kopf zu den Asen. Odin nahm seinen Kopf und schmierte ihn mit Kräutern ein, was verhinderte, dass er verdarb. Und er zitierte Zaubersprüche über diesem Kopf, umgab diesen Kopf mit magischer Kraft, sodass er sprechen konnte und ihm viele geheime Dinge verraten könnte. Njörðrs Tochter war Freyja, sie war eine Sakralpriesterin, eine heilige Priesterin, und sie lehrte die Asen schwarze Magie, die unter den Vanen weit verbreitet war. Genau, dann wird die reale Welt geschildert zwischen Norden und Südwesten, Länder wie die Türkei, die Römer, Russland, ein Ort namens Odense. Also die reale Welt, so wie sie zu Sturlusons Zeiten existiert hat. Und dann geht es weiter mit der Geschichte um Odin. Welche Eroberungen machte, wie er dann die Welt aufteilte. Zum Beispiel schließlich lebte Nörder in Noatun, Freyr in Uppsalir, Heimdall in Himinbjörg, Thor in Þrúðvangr, Balder in Breidablik. Das sind auch Namen ihrer Breidablik, zum Beispiel ist der Name eben von Baldurs Halle, die wir aus den
Mythen der Germanen kennen. Als Odin in die nördlichen Lande kam und die Götter mit ihm, heißt es, dass er seine Fähigkeiten weitergab und an das Volk, das die dann lange auch übte. Odin war der Oberste von allen und von ihm lernten sie alle Fähigkeiten, Skills, weil er sie alle als Erster kannte und sogar noch viel mehr. Er war sehr gerecht und edel in seinem Auftreten. Wenn er unter seinen Freunden saß, dann freuten sich alle Herzen. Aber wenn er in die Schlacht zog, dann wurde er zum wütendsten und wildesten für seine Feinde. Er konnte sein Aussehen verändern und jede Form annehmen, die er wählte. Darüber hinaus konnte er eloquent sprechen und sanft sprechen und jeder, der ihn hörte, dachte, was er sagte, war wahr. Alles war in Reimen, was er sagte, und das ist nun der Weg, so sagt Sturluson, den man heute Poesie nennt. Er und seine Tempelpriester wurden Fachleute für Gedichte und von ihnen kommt diese Kunst in die nördlichen Lande. Odin konnte in einer Schlacht seine Feinde mit Blindheit oder Taubheit oder Panik belegen und dann waren ihre Waffen nicht besser als kleine Stäbe, während seine Männer außer sich gerieten und wild wie Hunde oder Wölfe waren, die in ihre Schilde bissen und so stark wie Ochsen und Bären waren. Sie töteten die Menschen, aber kein Eisen konnte ihnen schaden und so werden sie Berserker genannt. Odin konnte seine Form wechseln und wenn sein Körper schlafend oder scheinbar tot da niederlag, konnte er es als Vogel oder als anderes Tier, als Fisch oder als Schlange seinen Körper verlassen und zu fernen Landen reisen, ganz für sich allein oder um auf Geschäften, in Geschäften für andere Menschen. Er wusste auch, wie man ein Feuer löscht oder das Meer beruhigt oder die Winde in jede Richtung wendete. Das konnte er alles allein mit Wörtern. Genau. Und er hatte ein Schiff, mit dem er hoch über das Meer segeln konnte, das er aber zusammenklappen konnte wie ein Stück Tuch. Odin hielt immer Mimirs Kopf bei sich und dieser Kopf erzählte ihm viele Neuigkeiten aus anderen Welten. Und manchmal erweckte er auch die Toten aus der Erde oder setzte sich unter Gehängte. So wird er auch der Herr der Geister genannt oder der Herr der Gehängten. Er hatte zwei Raben, die er sprechen lehrte. Die flogen über ferne Länder und erzählten ihm die Neuigkeiten und daher wurde er sehr weise. Er lehrte mit Runen und Zaubersprüchen und praktizierte sie. Und diese Kunst war eben mit großer Macht verbunden, auch mit schwarzer Magie. Von daher konnte auch die Schicksale der Männer, der Menschen und Dinge vorhersagen, die noch nicht genau bis jetzt geschehen waren, aber die dann eben eintreffen würden.
Und er konnte den Tod von Menschen oder Katastrophen oder Krankheiten hervorrufen. Er konnte ihnen die Kraft nehmen und anderen Menschen geben. Aber diese Magie, wenn er sie praktiziert wird, wird oft durch große Perversionen begleitet, die man nicht ohne Scham betrachten kann. Diese Fähigkeiten wurden auch den Göttinnen gelehrt. Odin wusste alles über die Schätze der Welt, wo sie verborgen waren. Und er konnte Lieder, die Erde und die Klippen und die Felsen und die Grabhügel öffneten vor ihm. Und allein mit Worten konnte er die Leute binden oder gehen lassen oder von ihnen nehmen, was er wollte. Er wurde sehr berühmt wegen dieser Kräfte und seine Feinde fürchteten ihn und glaubten an seine Kraft und Macht, die in ihm war. Er lehrte viele dieser Kräfte an seine Priester. Odin etablierte in seinem Land die Gesetze, die später von den Asen eingehalten wurde. Er zum Beispiel gebot, dass tote Menschen verbrannt werden sollten und dass ihre Besitztümer auf ihren Scheiterhaufen gelegt werden sollte, weil er sagte, dass jeder, der nach Valhalla kam, mit so einem Reichtum kommen würde, den er auf seinem Feuerstapel habe. Und dann konnte er sozusagen in Valhalla mit diesem Reichtum weiterleben. Aber die Asche sollte ans Meer gebracht werden oder tief in der Erde vergraben werden und es sollten Grabhügel über sie errichtet werden, über die großen Menschen, über die großen Männer. Diese Bräuche hielten dann auch lange Zeit stand. Odin starb dann an einer Krankheit und als er an dem Punkt war zu sterben, traf er sich selber mit einer Speerspitze und verordnete nun, dass alle Männer, die mit Waffen getötet wurden, mit ihm als seine Freunde in Gotheim versammelt werden sollten. Nun, deswegen glauben die Schweden daran, dass sie nach Alt-Aska kommen, nach dem Tod, und dort für immer leben. Sie glauben an Odin und daran, dass sie dort eben erneuert werden. Und sie glaubten, dass Odin in den Schlachten, in den großen Schlachten vor ihnen erschien und sie von dort wegnahm. Er gab den Sieg, beziehungsweise einige dieser Kriege holte er dann sich selbst. Aber beides war genauso gut, Sieg oder Tod. Odin wurde verbrannt, wo er starb, und dieser Ort wurde dann, und sein Begräbnis, das Verbrennen wurde wunderbar, magnificently ausgeführt. Man glaubte daran, dass je höher der Rauch in die Luft flog, desto leichter war der Himmel, in den der kam, der dort verbrannt wurde. Das ist also nun ein kleiner Ausschnitt aus der Heimlingskring. Jetzt habe ich
Heimskringla, die eben die historischen Götter, norwegischen Götter zurückführt auf die Existenz, die norwegischen Könige zurückführt auf die Existenz der germanischen Götter. Wir kennen das ja auch von den Römern, die sich letztlich auf Troja, die trojanischen Helden zurückführen. Das ist ein ganz bekannte Vorstellung. Und auch bei unseren Königen, die wir aus dem deutschen Bereich kennen, hat man sich ja dann bemüht, sie schnell irgendwann mal heilig zu erklären, um damit wenigstens eine Verbindung zu haben zu einer transzendenten Welt des Göttlichen. Berühmt ist Sturluson worden durch die Edda. Das ist ein Handbuch für Skalden, das Texte altnordischer Überlieferungen bringt und zwischen 1220 und 1225 zusammengestellt wurde in drei Teilen. Und die Zusammenstellung und Fassung, den Handlungsablauf, wie diese Lieder zusammengestellt wurden, zeigen dann doch auch christliche Einflüsse. Allein schon deswegen, weil nun zum Beispiel die Weltentstehung bis hin zu den konkreten Sagen der einzelnen Götter chronologisch geschildert wird, also nicht assoziativ, sondern wirklich nacheinander. Das zeigt schon den Einfluss einer Dichtkunst, die eben vom Anfang bis zum Ende chronologisch fortschreitet. Drei Teile. Der erste Teil, Gylfaginning, die Täuschung des sagenhaften Königs Gylfi. Das ist ein Abriss der nordischen Mythologie. Dann die Skaldskaparmal, Lehren von der Dichtung für die Skalden. Zitiert werden Strophen, Kenninge erläutert. Kenninge sind Umschreibungen, poetische Umschreibungen. Ich werde Ihnen dann auch ein Beispiel noch nennen. Und ein Strophenverzeichnis, Hattafall, ein Verzeichnis der Versformen und Kommentare. Die Edda ist überliefert in vier Handschriften. Die älteste stammt von 1300, 1325, 1350 und dann eine vierte Handschrift von 1600. Woher kommt der Name? Es ist umstritten, was Edda heißen soll. Es gibt ein altisländisches Wort, das bedeutet Urgroßmutter. Es könnte aber auch abgeleitet sein von ordre, Poesie, oder von dem lateinischen Wort edo, ich verkünde, oder auch von dem Ortsnamen Oddi, wo Sturluson gelebt hat. Der Name selbst stammt aus dem Kreis christlicher Gelehrter Islands, also aus einer sehr späten Zeit. Ich lese Ihnen zwei kleine Teile daraus vor, nämlich die Entstehung des Menschen, die Sturluson schildert. Wir werden dann wenn wir die Mythen uns anschauen, die im 20. und 21. Jahrhundert romanhaft verarbeitet werden, auch wieder auf Mythen zu sprechen kommen, die wir eben in der Edda finden. Und so erzählt er den Mythos, wie die Menschen entstanden sind. Es gab zwei Urgötter, Bor und Bestla, und die hatten drei Söhne. Und diese drei so Söhne waren Odin, Ve und Willi. Und jetzt wird geschildert, wie diese Söhne die Menschen erschaffen haben. Als die Söhne Bors am
Meeresstrand entlang liefen, fanden sie zwei Baumstämme, die hoben sie auf und erschufen daraus die Menschen. Der erste gab ihnen Seele und Leben, der zweite Verstand und Bewegungsfähigkeit, der dritte äußere Gestalt, Sprechvermögen, Gehör und die Fähigkeit zu sehen. Sie gaben ihnen Kleider und Namen. Der Mann hieß Ask, die Frau Embla. Und aus ihnen ging das Menschengeschlecht hervor, dem Midgard zur Heimat gegeben wurde. Als nächstes schufen sie sich die Burg in der Mitte der Welt, die Asgard genannt wird. Das nennt man Troja. Dort wohnten die Götter und ihre Sippen. Dort geschah vieles und verbreitete sich auf der Erde und in der Luft. Es gibt dort einen Ort, der Hildskjalf heißt. Und wenn sich Allvater auf seinem Hochsitz niederließ, da sah er, was alle Welten und jeder einzelne Mensch taten. Er wusste von allen Dingen, die er erblickte. Seine Frau hieß Frigg, Fjörwins Tochter, und aus ihrer Familie stammen die Nachfahren, die wir das Asengeschlecht nennen und die das alte Asgard bewohnten und die Länder, die es umgeben. Diese Sippe stammt von Göttern ab. Aber Allvater mag deshalb so heißen, weil er der Vater aller Götter und Menschen ist, sowie von allem, das durch ihn und seine Macht vollbracht wurde. Die Erde war seine Tochter und seine Frau, von ihr bekam er seinen ersten Sohn, und das ist Asentor. Er besaß Macht und Stärke, darum übertrifft er alle Lebewesen. Nörfi und Narfi hieß ein Riese, der in Riesenheim lebte. Er hatte eine Tochter mit dem Namen Nott, die war schwarz und dunkelfarbig, wie es zu ihrem Geschlecht gehörte. Sie war mit dem Mann verheiratet, der Naglfar hieß. Dann kommen noch einige Götter genannt waren. Dann nahm Allvater Nott und ihren Sohn Dag, gab ihnen zwei Pferde nebst zwei Wagen und schickte sie hinauf an den Himmel. Dort sollten sie jeweils eine Tageshälfte um die Erde fahren. Nott reite zuerst mit dem Pferd, das man Himfaxi genannt wird. Jeden Morgen benetzt es die Erde mit seinem Schaum. Das Pferd, das Dag besitzt, heißt Skinfaxi. Der ganze Himmel und die Erde waren von seiner Mähne erhellt. Jetzt wird die Schaffung des Mondes und der Sonne erklärt. Dann wird Muspelheim erklärt. All das sind Mythen, die wir auch noch uns genauer anschauen wollen, wenn wir moderne Literatur anschauen. Dann werden die Wölfe angesprochen und die Riesen und die Trollweiber. Und schließlich das Ende dieser alten Götterwelt. Die alte Riesin gebiert viele Riesen als Söhne und alle in Wolfsgestalt. Von dort stammen diese Wölfe. Man erzählt, dass aus diesem Geschlecht derjenige namens Managarm der Stärkste sein wird. Er ist voll des Lebens aller derer, die sterben. Und er wird den Mond verschlingen und den Himmel und die ganze Luft mit Blut bespritzen. Deshalb verliert die Sonne ihren Schein und die Winde werden zu Stürmen und toben hin und her. Das ist sozusagen nun das Weltenende, auf das ich auch noch zu sprechen komme, wenn wir uns die Liederedda angucken. Dann gibt es eine Brücke zwischen den Göttern und der Erde, Asgard und Midgard, mit dem Namen Bifrost. Du musst sie schon gesehen haben. Es kann sein, dass ihr sie Regenbogen nennt. Sie besteht aus drei Farben, ist sehr fest und mit mehr Geschick und Können gearbeitet als andere Bauwerke. Aber so stark sie auch ist, wird sie doch brechen, wenn die Muspelsöhne kommen und über sie reiten. Ja? Also da ein kleiner Ausschnitt aus der Edda, der Entstehung der Welt, der Schaffung des Menschen und der ersten Götter, den ich Ihnen vorgelesen habe. Ich möchte Ihnen noch drei Kenninge vorlesen. Das sind nun Skaldenverse,
die schwer verständlich sind, weil sie sogenannte Kenninge erhalten, also Umschreibungen von Göttern und Dingen, die man nur versteht, wenn man den Mythos zum Beispiel kennt. Ich lese Ihnen drei vor. Nun wächst die Woge Bodens, des Ebers Männer schweigen in der Halle und hören die Flüssigkeit der Felsenachsen. Entschuldigung, der Felsen Sachsen, ich bin gerade irritiert. Ja, also, jetzt wächst eine Woge und die Männer des Ebers Männer schweigen. In Valhalla kämpft man ja den ganzen Tag, dann wird man auch am Schluss getötet, wacht dann aber am Ende des Tages wieder auf und dann isst man einen gegrillten Eber und hört nun den Skalden zu in der Halle. Des Ebers Männer schweigen in der Halle und hören die Flüssigkeit der Felsensachsen. Das heißt, es ertönt ein Gedicht und alle Männer schweigen und hören der Dichtkunst zu. Oder ein anderer Spruch. Die Angelschnur des Erben Widriers lag nicht schlaff auf eine Viers Ski, da Jörmungand sich auf dem Meeresgrund wand. Also, das ist ein Kenning für folgenden Mythos. Thors Angelschnur lag straff auf dem Schiff, als sich die Midgard-Schlange auf dem Meeresgrund wand. Ich lese nochmal. Die Angelschnur des Erben Widriers lag nicht schlaff auf eine Viers Ski, da Jörmungand sich auf dem Meeresgrund wand. Hier die Vorstellung von der Midgard-Schlange, die sich ja um die ganze belebte Menschenwelt Midgard herum windet, und Thor, der nun auf einem Schiff dieses Meer befährt. Ein letzter Kenning. Als der Herr Bilskirnirs, der das Herz nicht mit Falschheit verband, den Fisch der Erde kräftig schlug, mit dem Verderben des Wales der Felsschlucht. Das ist nun eine Anspielung auf den Mythos, als Thor mit seinem Hammer auf die Midgard-Schlange einschlägt. Der Held Bilskirnirs, der das Herz nicht mit Falschheit verband, wie man aufrechter Götterheld ist, der den Fisch der Erde kräftig schlug, die Midgard-Schlange, mit dem Verderben des Wales der Felsschlucht mit seinem berühmten Torhammer. So klangen ungefähr die Verse, die dann in den Hallen der Heroen und Götter gesungen wurden von den Skalden, und das Herz der Helden war dadurch mit Mut erfüllt und hat sie befähigt, dann eben auch in gewaltige Kämpfe zu treten. Das ist eine sehr kriegerische Welt. Wie gesagt, auch die Mythen sind sehr gewalttätig, die uns in der nordischen Welt begegnen. Ich bitte meine Aussprache all dieser Namen zu entschuldigen, weil ich weder des Altisländischen noch des Schwedischen, Norwegischen oder überhaupt einer skandinavischen Sprache fähig bin. Das nächste Mal gucken wir uns noch die Liederedda an und dann haben wir so ein wenig den Rahmen der nordischen Götterwelt abgesteckt, um sie dann wieder begrüßen zu können, wenn wir ins 20. und 21. Jahrhundert kommen.